So, Anna, dann führ mal einmal die Cleo hier Richtung Hänger, im Schritt von mir weg. Und einmal drehen, genau, und wieder auf mich zu. Faye Füllgräbe ist Physiotherapeutin für Pferde und Hunde. Vor einigen Jahren entschloss sich die ambitionierte Reiterin, auch beruflich ihre Zeit mit den Vierbeinern zu verbringen. Zu dem Beruf bin ich gekommen, indem ich nach meinem Abitur 2010 erstmal eine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten gemacht habe und mich danach dann dafür interessiert habe, wie es in der Physiotherapie alles so zu sich geht. Dann diese Ausbildung gemacht habe, ja, und jetzt bin ich seit knapp 2 Jahren selbstständig in dem Beruf. Die Physiotherapie beschreibt die Wiederherstellung von Bewegungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit. Und zwar nicht nur die Wiederherstellung, sondern auch die Verbesserung und am besten auch noch die Erhaltung. Denn das, was wir therapiert haben, wollen wir ja so lange wie möglich auch erhalten. Freizeit sowie Sportpferde, aber auch Hunde und hin und wieder sogar Katzen gehören zu den Patienten der 25-Jährigen. Vor jeder Behandlung macht sich die Tierphysiotherapeutin zunächst ein Bild von ihren Patienten. Wenn ich zum Kunden fahre, dann lasse ich mir immer erstmal kurz ein paar Eckdaten zu dem Pferd geben oder eben zu dem Hund. Wie alt, wie ist der Name, was wird so gemacht mit dem Tier und so weiter. Dann gucke ich mir das Pferd einmal im Stand an und dann einmal im Schritt und meistens auch im Trab an der Hand, nicht unterm Reiter. Wenn es nötig ist, dann eventuell auch mal kurz an der Longe. Und danach fange ich eigentlich an, dass ich das ganze Tier einmal abtaste und mir alle Strukturen erfühle und gucke, wo ich schon was fühle, was nicht so ganz stimmt. Und das Pferd zeigt mir dann natürlich auch, wo irgendwas nicht so ganz so ist, wie es gerne hätte. Dann ist es natürlich nicht so, dass ich nur die ganze Zeit mit einem gleichmäßigen Druck arbeite, sondern auch immer mit mehr oder weniger Druck. Je nachdem, auf welchem Muskel ich bin, ob ich einen flachen Muskel habe, ob ich einen eher fleischigeren Muskel habe und so weiter. Und einfach auch, um zu testen, ob es nur in der oberflächlichen Muskulatur liegt oder ob wir auch darunter noch Probleme haben. Die meisten merken es wirklich beim Reiten, dass sie einfach sagen, das Pferd ist nicht mehr so ganz so locker, wie es mal war, auf der Seite tue ich mich schwerer. Oder die dann eben wirklich in den gehobeneren Bereich gehen, sagen, die Rechtsbiegung ist schwerer oder die Seitengänge auf der Seite gehen nicht mehr ganz so gut. Es ist aber auch oft so, dass ich zu hören kriege, beim Putzen ist das Pferd empfindlicher oder so, vor allem was den Rücken angeht. Und da weiß man dann eigentlich ziemlich genau direkt, wo das Problem liegt. Die Hauptarbeit eines Physiotherapeuten erfolgt über die Hände. Hat Faye einen sehr verspannten Patienten, greift sie auf das Matrix-Rhythmusgerät zurück, das ihr hilft, auch die besonders tiefen Muskeln zu erreichen. Also den Becks, den behandle ich sehr oft mit dem Matrix-Rhythmusgerät. Deswegen kennt er auch das Geräusch und alles schon. Das ist einfach ein Gerät, was mit Schwingungen noch ein bisschen tiefer in die Muskulatur reingeht, als ich das manuell mit meinen Händen kann. Und da der immer sehr verspannt im gesamten Genick, Hals- und Schulterbereich ist, bietet sich das bei so einem Pferd wirklich an. Zudem ist da noch ein bisschen Magnetfeldwellentherapie bei. Die Beschwerden ihrer Patienten haben vielfältige Ursachen. Die häufigsten Dinge sind meistens eben wirklich muskuläre Beschwerden, die ein Pferd hat. Entweder ein bisschen durch falsches Reiten oder durch einen Sattel, der irgendwo drückt. Was auch sehr oft vorkommt, sind verschobene ISGs, das heißt, das Kreuzdarmbein ist nicht ganz so, wie es sitzen soll. Das kommt oft dadurch, dass Pferde sich mal festlegen in der Box oder sich einfach mal auf der Wiese langgelegt haben. Und dadurch kann sowas passieren und damit habe ich immer wieder zu tun, aber alles kann irgendwie immer behoben werden, auch wenn es manchmal vielleicht ein paar mehr Anwendungen braucht.